Ich hatte super Gespräche mit Oliver Kreuzer und Thorsten Fink. Ich habe mich sofort wohlgefühlt und ich glaube, es ist immer wichtig für einen Spieler, dass man sich zu 100% wohlfühlt. In Berlin habe ich mich auch wohlgefühlt, aber es hat halt jetzt im Moment leider nicht mehr so gepasst. Und deswegen bekomme ich jetzt hier die Chance, ich will die Chance nutzen und ich freue mich jetzt beim HSV zu sein und ja, zu helfen, dass wir eine super Saison spielen können. Wie gesagt, das Wichtigste ist für mich, dass ich das Vertrauen des Vereins spüre und das ist zu 100% gegeben. Und ja. Zweite Minute Nachspielzeit. Çalhanoğlu und da ist Pierre-Michel Lazoga, Ausgleich von Hertha ausgeliehen. Im Pokal gegen Fürth hatte er unter der Woche getroffen. Das ist seine Woche und schauen Sie mal, wie er jubelt, wie er sich freut. Und das ist sein erster Torjubel für den HSV. Bert van Marwijk. An Van der Vaart, der findet Lazoga, der hat alle Zeit der Welt und macht das 2:0 und es bleibt dabei. Wenn er mit anfällt, Wander, Pierre-Michel Lazoga, dann macht er auch sein Tor, weil er hier den Van der Vaart-Pass perfekt mitnimmt und dann perfekt abschließt. Knappe Stunde gespielt, der erste FC Nürnberg, wieder unter Schock, 62. Minute. Das ist Lazoga. Er hat alle Freiheit der Welt und dann der Geburtstagsgruß an Bruder Luki, jetzt 11 Jahre alt. Das 3:0 für den HSV, weil beim 1. FC Nürnberg nichts mehr ging. Des Schweden, Nürnbergs Nilsson mit dem No-Go-Pass. Auf wen? Auf Lazoga. Und der hält einfach drauf. Knapp 31 Meter. 7 Minuten und 22 Sekunden braucht Lazoga zu seinem Hochgeschwindigkeits-Hattrick.